Meine Damen und Herren, willkommen zum nächsten Kampf des heutigen Abends. The next fight for tonight's evening, super lightweight, and the ladies are in the ring. I call to the blue corner from Poland, welcome to Hamburg, Karina Kopinska! Welcome, Karina Kopinska. Und in der roten Ecke aus Hamburg, from Hamburg in the red corner, boxing for Universum Box Promotion. Welcome to the ring, Dilla Feuerherz. Germany, Ingo Barabas, Timo Habichost, and Irene Kostenko. The man in the ring, also from Germany, Marco Morales. And now, the boxer in the blue corner. She's 32 years old, 1 meter 68, 62 kilograms. 32 Jahre alt, 1 meter 68, 62 kilograms schwer. Ihre Kampfbilanz, the fight stats, 44 fights, 13 victories. 3 by the way of knockout and 4 draws. 44 Kämpfe, 13 Siege, 3 davon durch Knockout und 4 Unentschieden. In ihrer Ecke, in the corner, her coach, Irek Butowicz. Meine Damen und Herren, ladies and gentlemen, welcome from Poland, Karina Kopinska. Ihre Gegnerin in der roten Ecke, the boxer in the red corner, from Hamburg. 29 years old, 1 meter 73. 62 kilograms. 29 Jahre, 1 Meter 73, 62 Kilogramm. Ihre Kampfbilanz, the fight stats, undefeated, 3 fights, 3 victories, 1 by the way of knockout. In ihrer Ecke, ihr Trainer Juan Carlos Gomez, Robert Harutunian und Cutman Holger Dittrich. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen, welcome for Universum Box Promotion from Hamburg, Dilla! Feuerherz, Kiskiol! Der Kampf ist angesetzt auf 6 Runden, 6 Rounds auf Boxing. The Boxer is to the center, die Boxerin in die Mitte. Die Boxerin sind bereit, the Boxers are ready. So let the fight begin. Gegnerinnen zu finden. Für Dilla Kisikyol ist nicht Runde ganz eins, Round Number One. Nicht ganz einfach, denn das Superleichtgewicht gehört zu den Gewichtsklassen bei den Frauen, die nicht gerade vor Neuzugängen strotzen. Gerade mal 75 Boxerinnen sind weltweit gemeldet. Aber wer sucht, der findet. Kisikyol trifft heute auf die erfahrene Polin Karina Kopinska. Die eine ganze Ecke mehr Kämpfe bestritten hat als Dilla Kisikyol. Sie heute in ihrem 4. Fight. So, schon mal die linke kassieren müssen von Kopinska. Kisikyol sollte ja schon bei der letzten Veranstaltung antreten. Gegnerin zurückgetreten, keine neue gewonnen, war sie enttäuscht und heute kann sie endlich mal wieder ran. Ja.
Ja, und gleich beherzt das Ding hier in der Runde 1. Linke zum Kopf von Kopinska. Ja, gute Leistung bislang von Kisikjol. Ja, gehen beide ein bisschen wild zur Sache, aber durchaus ansehnlicher Kampf hier in Runde 1 zwischen Dilla Kisikjol und Karina Kopinska. Kisikjol Nummer 1 in Deutschland in Superleichtgewicht bis 63,5 Kilogramm vor der Frankfurterin Naomi Mannes. In der Weltrangliste Nummer 26 von 75. Robert Harutunjan in ihrer Ecke zusammen mit Ado Grigorian. Seconds out. Ne, der Robert Harutunjan ist zwar noch umgeschlagen als Profi, aber Runde 2, Round 2. Er kümmert sich immer mehr um die Boxer und Boxerinnen hier im Gym als Trainer. Und sein Bruder wird ja heute den Hauptkampf beschreiten, da freuen wir uns schon drauf. Dauert auch noch ein bisschen. Ja, ganz schön Tempo drin in dem Fight hier. Linke von Kisikjol zum Kopf von Kopinska. Linie in ihrem Kampf, die Dilla Kisikjol. Gutes Auge eben bewiesen, rechtzeitig zurückgegangen, den Schlag vermieden. Ja, die Kopinska hat einen kräfteraubenden Stil. Vorher ein ansehnliches Gefecht zwischen den beiden. Hat ja schon einige gute Gegnerinnen geboxt. Schön gekontert hier von Dilla Kisikjol. Ja, macht sie gut. In der Ruhe liegt die Kraft, lässt sie kommen und feuert dann ihre Schläge ab. Und wie gesagt, Karina Kopinska hat schon einige gute Gegnerinnen gehabt. 2016 Niederlage gegen Nina Meinke, heute Europameisterin im Federgewicht. Und gegen Sandra Atanasov aus Leipzig. In 9 Kämpfen ungeschlagen. Kurz darauf TKO beim Debüt von Cassie Taylor, der Olympiasiegerin aus Irland. Heute WBC, WBA, IBF und WBO-Weltmeisterin im Leichtgewicht. War natürlich dann doch eine 2 bis 3 Schuhnummern zu groß für die gute Kopinska. 2017 Niederlagen gegen Beke Bass aus Lemgo und Elena Thyssen aus Warndorf. Beke Bass hat alle ihre 14 Kämpfe bislang gewonnen und die Elena Thyssen
und ihre Qualität. Runde 3, Round 3. Brauchen wir ja nicht groß eins gehen. 25 Kämpfe, 23 Siege. Ja, ein wilder Kampfstil von Kopinska. Und Killa Kisigol muss hier einfach Ruhe bewahren und in die angreifende Gegnerin ihre Schläge feuern. Feuerherz, wie sich es nennt. Also Kisigol hat die Corona Pause ja gut genutzt, wie man sieht. Viel trainiert, sich gut auf den Kampf vorbereitet. Ja, hat alles Hand und Fuß, was sie macht. Auch jetzt wieder schön die Rechte und dann weg. Raus aus der Gefahrenzone, lässt die Kopinska wieder kommen. Und Robert Harutyunyan, der zeigt an, Mädel, immer schön die Deckung oben behalten. Und aus der sicheren Deckung raus dann die Aktion so bestreiten, wie du es bislang gemacht hast. Kopinska ist auch nicht die große K.O.-Schlägerin, 13 Mal gewonnen, 3 Mal vorzeitig, 5,56% K.O.-Quote ist das. Ja, ganz zufrieden ist Irek Butovic da nicht mit seinem Schützling. Also man merkt, sie will, die Kopinska, aber geht da teilweise allzu wild zur Sache und das nutzt die Dela Kisigol in den meisten Fällen dann auch gut aus. In 2020 hat sie gegen Verena Kaiser verloren. Verena Kaiser unterlag jüngst in Frankreich der Olympiasiegerin von 2016 und IBO-Weltmeisterin Estelle Yoka Mosley, Ehefrau des Olympiasiegers im Superschwergewicht Toni Yoka, der auch bei den Profis hier erfolgreich unterwegs ist. Viele Angriffe dabei von Kopinska, wo sie schlägt und nicht trifft. Das kostet natürlich alles Kraft. Jetzt war die Rechte mal drin und nochmal die Rechte. Ja, nicht leichtsinnig werden. Dela Kisigol. Ja, nochmal. Gute Treffer hier von Kopinska. Ja.
Also auf alle Fälle ein Kampf, der nicht langweilig ist. Von beiden Seiten her mit viel Ehrgeiz und mit viel Einsatz geführt wird. Na, hier machen wir die Linke von Kopinska. So, und lassen wir sehen, da kann die Kisigol dann durchaus auch mal noch gezielter kontern, nach vorne gehen und da ihre Stärken einsetzen, wenn die Karina Kopinska so weit verschlägt, vorbeischlägt, wie wir eben gesehen haben. Seconds out. Runde 5, Round 5. Strzelna na początek, strzelna, przyjmij na gardę. Schon einige Kämpfe von Lila Kisigur gesehen. Heute mit Abstand die beste Leistung, weil sie nach wie vor konzentriert zur Sache geht, gut trifft, sich den Kampf gut einteilt, die Gegnerin kommen lässt und exzellent kontert. Der letzte Kampf liegt auch schon einige Zeit zurück. Da waren sie in Düsseldorfer Autokine gegen die Tschechin Teresa Dvorakova. Da hatten sie viel mehr Probleme als hier gegen Kopinska. Auch wenn sie da ab und zu mal einen einstecken muss. Macht sie gut, weggetaucht. So, hier haben wir. Anfeuerungsrufe von ihren Gym-Kollegen. Dilla. Ja, richtig Stimmung jetzt bei dem Kampf. Oh, die geben auch beide alles. Fünfte von sechs Runden. Ja, und das ist noch wieder so eine Szene von der Kopinska, wo sie da nach vorne stürmt und nicht trifft. Aber sie müssen natürlich auch auf ihre Köpfe aufpassen. Bislang nichts passiert. Also noch eine Runde, noch einmal zwei Minuten. Und dann denke ich, dann hat die Dilla Kisigol die Sache hier für sich entschieden. Aber guter Kampf. Sozialpädagogin vom Beruf, die Dilla Kisigol, kümmert sich viel um Kinder und Jugendliche. Studiert an der Hochschule in Düsseldorf. Fing mit 17 mit dem Boxen an. Und hat ja wirklich viel dazu gelernt, muss ich sagen, in letzter Zeit. Seconds out! Die Lucky Sigiol. Sechste und letzte Runde, Final Round! Schöner Erfolg auch bei den Amateuren gehabt. Mittelrhein- und Nordrhein-Westfalen-Meisterin dreimal, deutsche Hochschulmeisterin dreimal, dritte bei den deutschen Meisterschaften. Ah, die kommt nochmal, wie im Berserker, die Karina Kopinska aus Dabrowa Gorica in Polen. Aber gut, hier die Linke zum Kopf, hat die Dilla schön abgewartet, dann zugeschlagen. Also eindeutig die klaren Treffer bei Kisigol. So, noch eine Minute. Ja,
Also nach wie vor ein beherztes Auftreten hier von beiden. Kopitzka schon ein Kampf 2021, Niederlage gegen die junge Irin Tetlin Phelan, WBCO-Junioren-Weltmeisterin. Also die hat schon gute Gegner vor den Fäusten gehabt. Nochmal die Rechte, so langsam schwinden aber die Kräfte bei beiden. Aber die 20 Sekunden halten ihn natürlich durch. Ja, schöner Kampf auf alle Fälle. Action von Anfang bis zum Ende. So. Wie gesagt, gutes Ding. Beide freuen sich. Und auch hier Zufriedenheit bei Arthur Grigorian und bei Robert Haro Tunjan. Aber auch hier warten wir natürlich erstmal, das Ergebnis ab. Mein Blick auf die Weltrangliste, Nummer 1 in der Gewichtsklasse, Chantal Cameron aus England, 13 Kämpfe, 13 Siege, WBC-Weltmeisterin, zweite Ex-Weltmeisterin Erika Annabella Farias aus Argentinien. Sie verlor ihren Titel an Jessica McCaskill 2019. Caskill wechselte zum Weltergewicht, forderte Superstar Cecilia Brekhus aus Norwegen, bis dahin Weltmeisterin aller großen Verbände und in 36 Kämpfen ungeschlagen. Und dann schaffte Caskill die Sensation und das gleich zweimal. Auch den Rückkampf hat sie gewonnen. Nummer 3, Superleichtgewicht Mary McGee aus den USA, IBF-Weltmeisterin. So, jetzt stehen die beiden da und warten auf das Urteil. Fällt noch der Ringrichter dazwischen. Und wird er noch gezählt. Mal schauen. So, jetzt. Meine Damen und Herren, willkommen zur Urteilsverkündung. The results. Unanimous decision and a winner of this fight in the red corner. Dilla Feuerherz. Also, klare Angelegenheit für das Feuerherz, Kisikyol. Wirklich guter Kampf, freuen wir uns auf die nächsten Auftritte von ihr.